Willkommen zu Clash of Clans. Ja, wir werden ein neues Dorf machen und warum kommt jetzt das mehrmals? Egal. Es war einmal eine Lichtung in einem Zauberwald. Ach, ich kenne den Schriftzug hier schon fast auswendig. Ich habe schon so oft neu angefangen. Wichtiger Hinweis. Okay, ja. So, kurz noch bei Google Play angemeldet. Willkommen, Häuptling, wir haben schon auf dich gewartet. Dies ist dein neues Dorf. Wunderschön, nicht wahr? Das Leben wäre wirklich perfekt, wenn es da nicht... Grar, was ist das? Noch ein mickriges Menschlein. Ein Koboldkönig. Oh nein, die Koboldtore. Schnell! Stell eine Kanone auf, um das Dorf zu verteidigen. Ich glaube, hier ist sie im Zentrum. Wir müssen das Rathaus beschützen. Du kannst ein paar grüne Juwelen ausgeben, um die Sache zu beschleunigen. Also Leute, für 2 Sekunden lohnt sich das nicht. Ich mach das nicht. Rar, da sind sie. Koboldhorde zum Angriff. Na los. Peng, peng, peng. Macht sie kaputt. Ja, geschafft. Puh, das war knapp. Danke, Häuptling. Wir haben das Dorf auf einer Kraftlinie errichtet. Das bedeutet, dass sich die Kanone mit der Zeit selbst magisch repariert. Cool. Hey! Die Magier vom Elfenbeinturm sind hier, um uns zu helfen. Nehmen wir das Koboldlager auseinander. Die Magier. Die sehen cool aus. Und auch meine Truppe. Ich gebe euch gleich mal einen Tipp, ja? Nämlich, man muss gar nicht alle 5 einsetzen. Einer ist zu wenig, 2 sind perfekt. Jetzt denkt ihr, der eine Magier hat kaum Schaden bekommen. Die werden gestorben, dieser eine da. Deshalb, ja. Und perfekt. Sieg, 100% Gesamtschaden, 3 Sterne. Und nur 2 Magier eingesetzt. Das würde ich an eurer Stelle wirklich machen, weil Magier bei Rathaus Level 1 sind echt stark. Ups. Okay, da habe ich gerade was verpasst. Indem du einen zweiten Bauarbeiter anheuerst, kannst du an 2 Gebäuden gleichzeitig arbeiten. Oh, ich glaube irgendwie ohne Bauarbeiter geht hier gar nichts oder so. Ihr könnt das ja gleich sehen. Warum ist da ein Ausrufezeichen dran? Verstehe ich nicht. 250 Juwelen hat das jetzt gekostet. Und da warte ich auch erstmal. Man hat ja Zeit. Clanburg. Die werden wir auch so schnell wie möglich aufbauen. Bauen wir ein Lager, damit wir das Zeug horten können. Wieder 10 Sekunden warten. Oh, was ist das? Ein kaputtes Schiff. Außerdem brauchen wir einen sicheren Ort für unsere Goldreserven. Bauen wir ein Goldlager, damit wir das Gold horten können. Mach ich mal hier hin. Ey, diese Magier sind so cool. Der hat gerade gar nicht geredet, okay? Häuptling, wir brauchen eine Armee mit diesen, um mit diesen Kobolden fertig zu werden. Bauen wir eine Kaserne. Oh, Barbarenkönig. Nice. Kaserne. Und dann warten wir erstmal ein bisschen. Und
lass uns jetzt ein paar Truppen ausbilden. Oha, 3 Minuten. Das dauert schon ein bisschen lange. Ah, nee, ich mach das nicht. Und hier diese Grabsteine, die mache ich auch gleich erst weg und Gold sammle ich auch gleich ein. Denn beim nächsten Angriff sind unsere Lager wieder voll. Das weiß ich, ich habe das schon so oft angefangen und neu gemacht. Könnt ihr mir ruhig vertrauen. Oh, schade, können wir leider noch nicht entfernen, die ganzen Lager. Ich weiß nicht, soll ich einen Cut machen für 2 Minuten? Okay, ja. Ich mache einen Cut. Bis gleich. Okay, ich habe gerade einen Cut gemacht und schon geht's weiter. Keine Ahnung warum. Gut gemacht. Jetzt lass uns ein paar grüne Hintern versohlen. Angriff. Koboldwald. Kriegen wir es alleine hin oder? Ist jetzt mein Plan noch Magier. Ja, die hätten das nicht alleine hinbekommen. Haben wir halt jetzt noch 2 Magier übrig. Oh Mann, wie viel Schaden der macht. Und ihr seht, unser Gold da oben ist voll. Wieder 3 Sterne, Sieg und ab nach Hause. Das war ein toller Kampf. Wie soll man sich in unserer Geschichte an dich erinnern? Ja, ich denke mal, das ist logisch, oder? Mr. Simulation. Ja. Fertig. Mit dem Gold, was wir den Kobolden abgenommen haben, können wir uns leisten, das Rathaus zu verbessern. Okay. 10 Sekunden. Wow. Dann sammeln wir mal das Gold ein. Das geht leider immer noch nicht. Warten. Gute Arbeit. Dank der Rathausverbesserung können wir jetzt neue Gebäude bauen. Yeah. Falls du nach neuen Herausforderungen suchst, tippe einfach hier. Okay, super. Häuptling, du weißt offenbar, was du tust. Das ganze Dorf zählt auf dich. So, jetzt haben wir es erstmal geschafft. Machen noch ein paar Barbaren hier rein. So. Ja, damit erstmal was ausgebildet wird. Das können wir einsammeln. Sieht nämlich nicht so schön aus. Und dann will ich auch erstmal das Dorf ein bisschen umbauen. So, dann das einmal hier hinschieben. Gold hier hin, so. So. Und schon ist die Kanone in der Dorfmitte. Wir haben 3 Tage Schild. Ja. Ich weiß nicht. Soll ich morgen auch noch eine Folge aufnehmen? Schreibt das mal in die Kommentare, ob ich morgen noch eine Folge aufnehmen werde. Ereignisse. G-Barge. Es gibt halt verschiedene Taktiken und das ist halt Giant, also Riese, Barbarian und Archer, also Barbar und Bogenschützen. Das können wir auch mal hinmachen. Bisschen Gold einsammeln. 10 Sekunden. So, da können wir nichts weitermachen. Oh, Kanone oder Bogenschützenturm. Erstmal eine weitere Kanone hier hin. Okay, ich kann das ganze Dorf gleich wieder umbauen. Einmal so hin. So, Verteidigung. Und den Bogenschützenturm da. Oh, Level 2 auch schon.
Den Bogenschützenturm setze ich mal hier hin. Hä? Ach so, bei Ressourcen 3 Bauhütten. Okay. So, jetzt kann ich noch ganz viele bauen. Oh, nee. Warte mal, die schiebe ich erstmal hier hin. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Logik machen. So, einmal das zur Seite, das zur Seite. Das in die Mitte. Steht das auch in der Mitte? Ja. Steht in der Mitte. So, und jetzt können wir ein paar Mauern bauen. Hey, wie viel denn? Oh, jetzt habe ich kein Gold mehr. Dann kann ich mal einsammeln hier. Ja, Kanone stehe ich mal so hin. Pilz entferne ich mal. Einmal so hin. Der Bogenschützenturm kommt hier hin einmal. Das kommt hier hin, das kommt da weg und das kommt hier hin. Dann hier auf der Seite dasselbe. Ja. So. Das hier hin. Das beides hier hin erstmal. So. Clanburg. Okay, unsere Lager sind voll. Ah nee, mehr Spielerkampf mache ich erstmal nicht. Erstmal nicht. So. Ich fürchte, das klappt nicht, oder? Oder? Reicht das? Doch, das reicht. Brauchen wir keinen. Ja, das reicht. Gut. Und keine Magie eingesetzt. Wenn man damit halt im Mehrspieler jemanden angreift. Ja. Dann haben die halt keine Chance. Ich glaube, ich habe ein paar Barbaren sogar zu viel gesetzt. Und ich muss irgendwas mit Elixier ausgeben, weil es halt voll. Ja, hier kann man was auswählen und Elixiersammler, Armeelager. Eine Stunde schon. Nee, das dauert mir zu lange. Goldmine, eine Minute. Goldlager, 15 Minuten. Ja, okay. Machen wir erstmal die paar Mauern noch. Die paar Mauern, die da halt noch sind. Ah ne, nicht hier, sondern hier vor. Ja. So irgendwie und so, damit die ein bisschen Schutz kriegen. Ist zwar nicht ein besonders guter Schutz, weil da halt der Baum im Weg ist, aber naja. Okay, dann werden wir mal gleich das hier verbessern. Und ja, was machen wir noch? Irgendwas mit Gold halt. 750. Ja, die Folge ist jetzt schon dicht am Ende, also schon so, ich glaube, 13 Minuten. Ich muss jetzt irgendwas verbessern noch. 1000. 300. Oh, ich wollte hier raufgehen. Ah, für Barbaren habe ich auch kein Elixier mehr. Irgendwas.
Dann mache ich halt einfach das hier. So. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde den hier auch wahrscheinlich verbessern und die ganzen Minen. Die Minen hier und die Sammler. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein und tschüss.